Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie wieder unseren Livestream eingeschaltet haben hier bei der BEST, der Messe für Berufsstudium und Weiterbildung in der Grazer Messehalle. Ich befinde mich gerade am Stand Lehre gefällt mir, es ist der gemeinsame Stand der Wirtschaftskammer Steiermark und der Industrie. Und neben mir steht jetzt gerade Frau Angelika Kresch, Frau Spatenobmann Industrie. Guten Tag. Grüß Gott. Die Industrie ist ja in der Steiermark ein wirklich wichtiger Wirtschaftssektor und es werden sehr viele Lehrberufe angeboten. Ja, die Industrie ist der wichtigste Wirtschaftsmotor der Steiermark. Das wissen vielleicht viele nicht, aber ohne die Industrie würde es um den Standort Steiermark sehr schlecht bestellt sein. Und in diesem Kontext bietet die Industrie natürlich auch sehr viele verschiedene Lehrberufe an. Wir haben rund 100 verschiedene Berufsbilder, die wir den Jugendlichen zur Lehre anbieten. Und man kann sagen, dass nahezu alle unsere Mitgliedsbetriebe Lehrlinge ausbilden. Man kann sich ja vorstellen, dass es in der Industrie sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Lehre zu machen. Welche Lehrberufe gibt es da? Ja, wie gesagt, es sind rund 100, aber um einige herauszunehmen, wir haben da zum Beispiel den Mechatroniker, wir haben da IT-Techniker, wir haben Zerspannungstechniker, wir haben Werkzeugbautechniker, wir haben Metalltechniker und so weiter und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass die Industrie eine sehr männerdominierte Branche ist. Ist das wirklich so und welche Jobchancen haben Frauen in der Industrie? Ja, leider ist die Industrie immer noch sehr männerdominiert und Sie können mir glauben, ich tue sehr viel dazu, dass wir das ein klein wenig ändern. Und ich darf dieses Forum hier verwenden, um die Mädchen und jungen Frauen aufzurufen, sich zu trauen, in die Industrie zu gehen, technische Berufe zu ergreifen und auch zum Beispiel eine Lehre in der Industrie zu machen. Es gibt genug sehr positive Beispiele, wo das super funktioniert. Und ich sehe, dass das mit der Zeit auch, dass der Prozentsatz der Mädchen, die sich in technische Berufe zutrauen, doch größer wird. Welche Eigenschaften und Qualifikationen sollte man denn aufweisen, um in der Industrie Fuß fassen zu können? Naja, das Wichtigste ist einmal ein guter Hausverstand und das Wichtigste ist, dass man sich einen Beruf auswählt, mit dem man sich identifizieren kann und zu dem man Freude mitbringt. Denn alles, was man gerne macht, macht man auch gut und daher ist es wirklich wichtig, sich im Vorfeld entsprechend zu informieren, auszuprobieren, zu sehen, was wird in dem jeweiligen Berufsbild gefordert. Und diese Plattform bilden, sehen Sie hier eben auf der BEST, wo wir einige Berufe vorstellen, wo man experimentieren kann. Und ich denke, man sieht hier auch ein gutes Umfeld dazu. Wir sind ja am Stand Lehre gefällt mir. Wie kann man denn wirklich jungen Leuten einen Industrieberuf schmackhaft machen? Haben Sie ein Geheimrezept oder vielleicht drei gute Gründe, in der Industrie zu arbeiten? Ein Geheimrezept habe ich nicht. Alles, was wir anbieten, ist plakativ und ist offengelegt, nichts Geheimes. Aber wir bieten in der Industrie neben den sehr guten Verdienstmöglichkeiten schon im ersten Lehrjahr die Lehre mit der Matura, aber jetzt neu bewerben wir auch die Lehre nach der Matura. Hier bieten wir mit einer verkürzten Lehrzeit jungen Maturantinnen und Maturanten an, sich entsprechend in einen Technikberuf zu wagen. Unser Pilot soll Mechatronikerinnen und Mechatroniker ausbilden und diese jungen Leute werden dann die Berufsbezeichnung Technical Experts tragen. Das klingt ja sehr, sehr vielversprechend. Für unsere Zuseher am Livestream, wir befinden uns ja hier am Stand, Lehre gefällt mir. Warum sollte man hierher kommen? Was kann man hier erleben?
Hier kann man wirklich viel erleben, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben sehr viele Experimente aufgebaut. Man kann hands-on erfahren, erleben, wie bestimmte Berufe ticken und wofür man geeignet ist. Das heißt, man kann durchaus Hand anlegen, Dinge ausprobieren und schauen, wofür man sich begeistern kann. Ja, ich selbst habe gerade früher versucht, eine Kehlnaht zu schweißen, was mir ganz gut gelungen ist. Und ich lade alle Mädchen und Burschen ein, mir gleich zu tun. Alles klar, sehr vielen lieben Dank für das Interview und wir schalten zurück. Danke.